Gerümpel. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Zeug hier brauche, aber ich glaube nicht. Gegenstände. Rema. Chemie. Okay. Das eine brauchen wir alles noch. Verpiss dich! Alter, ich hab dir gerade ein paar Sachen verkauft. Menschen sind im Armdrücken so gut wie ich. Ja, das sind einige der Gegenstände, die du zuvor aufgekauft hast, wieder nachgefüllt. Ah, sehr schön. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavents Tod im Umlauf sind. Die Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten. Auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören. Aber der Pöbel geht noch weiter. Weißt du was? Das Furchtbarste an den Anschlägen ist das Durcheinander in den Köpfen der Menschen. Was meinst du damit? Das Chaos. Die Leute wissen nicht, was sie denken sollen. Wer gut ist, wer schlecht. Wer weiß, was als nächstes kommt. Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Ich kenn dich, du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an. Mach nichts Unüberlegtes. Ja. Wenn Luredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Ist ja gut. Einmal speichern. Man weiß ja nie. Wird dir gerne rausgepfeffert. Geralt, was ist denn? Wir sind in Flotsam angekommen, haben den Mörder gesehen, haben uns mit so ziemlich allen angelegt. Was nun? Da sich der Königsmörder in der Obhut Jorvetz befindet, müssen wir sie beide fassen. Nach Elfen im Wald zu suchen, heißt so viel wie den Tod zu suchen. Wir nehmen Loredos Einladung an. Er mag ein dumpfer Trottel sein, der an der Spitze eines Haufens Nieten steht. Aber es ist sein Terrain. Er könnte uns noch nützlich sein. Du bist der Anführer von Volltests Spezialkräften. Und der Kommandant einer temerischen Garnison schert sich einen Dreck um dich? Nur zu deiner Information. Die blauen Streifen sind beim gemeinen Volk nicht gerade beliebt. Das geht allen so, die dreckige Arbeit verrichten. Aber Loredo ist selber Soldat.
In so ein Loch im Grenzgebiet schicken sie immer das übelste Gesindel. Unfähige Idioten, die sich vor dem dreckigen Pöbel mit ihrer Macht brüsten. Da wischt es ja schon immer so gut aus. Ich habe nur gerade ins Auge geschaut. Also ob es bei Release schon so aussah, das weiß ich nicht, aber... ich spiel's halt jetzt gerade auf den höchsten Einstellungen, ne? Wie gesagt, wie es damals direkt bei... als es rauskam, rausgesehen hat, das kann ich wohl nicht sagen. Aber es sah letztes Jahr so aus, oder das sieht jetzt auch so aus. Ich find's aber mega cool. Also, allein schon der Grafikschritt vom ersten zum zweiten. So. Ein völlig abgeschiedenes Städtchen von Scoia'tael. Vor mir hat halt schon seine Stimme. Du fühlst dich sicher ganz in deinem Element, Roche. Flotsam ist nicht irgendein Städtchen, Geralt. Sieh mal. Temerien, Redanien, Kedwin und Edirn. Die größten Königreiche des Nordens. Und was verbindet sie? Das Pontartal. Ein Stück Land, um das sie sich seit Generationen streiten. Genau. Und hier haben wir Flotsam im Grenzgebiet von Temerien und Edirn. Und Kedwin, das jenseits der Moore auf Lauer. Nicht Redanien, Redanien. Am äußersten Rand des Pontartals. Wie mit Gewalt zwischen alle hineingequetscht. Hier treffen die wichtigsten Handelsrouten zusammen. Jede Karawane muss durch Flotsam durch. Jeder, der hier mit seinem Boot den Fluss entlang will, muss Loredo Tribut entrichten. Angeblich hat Hänsel schon eine Armee beisammen und rückt nach Vergen vor. Bald steht das Pontartal in Flammen und wir, Geralt, sitzen mit Flotsam, dem Schlüssel zur Region. Ich Geil würde gern glauben, dass das alles Zufall Geil ist und wär's. Der Mörder nur den Eichhörnchen hierher gefolgt ist. Glaubst du auch an Ammenmärchen, Hexe? Manchmal Bis ja. Später, ja. Sei gegrüßt. Wirklich steckt ja schon bei Monster Hunter drin. Echt? Siehst recht stark aus. Messen wir uns? Okay. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber... durch den Mossack am Gamefit zu halten. Okay. Cool. Ich hab's geschafft. Du bist zu stark für mich. Da hast du deinen Gewinn. Versuch's mal gegen den dürren Albert. Der dürre Albert? Da bist drei Quests oder vielleicht auch mehr mit Geralt. Echt? Das ist cool. Liebe. Mit mir wirst du nicht so leichtfertig. Ihh, hat der Ohren drum? Na, mal sehen. Hui! Ich glaube, es wird sein Skin fürs Game. Mann, bist du das stark. Das ist echt geil. Das ist echt da geil. Hast du dein Geld. Das wusste ich gar Versuch's nicht. Mal gegen den fetten Mattis. Juhu, der fette Mattis! Hast du auch am Sack weiße Haare? Guck doch nach. Du weißt, ob ich am Sack weiße Haare habe. Aber ich bin auch kein Hänfling. Versuchen wir's. Nein! Seht mal. Zeichen, oh Wunder. Bist ein Kräft. Hi. So, jetzt. Ohne Scheiß, das habe ich letztes Jahr gar nicht hingekriegt, ne? Irgendwie habe ich das letztes Jahr gar nicht geschafft, das Ding. Obwohl es eigentlich so mega easy ist. Bei den gigantischen Eiern des Veopatis hast du Kraft. Hier, dein Gewinn. Oho. Da gibt's noch einen. Den konnte bislang keiner bezwingen. Wer ist das? Bart Schute. Du findest ihn im Dorf. Ah, okay. Aber hey, schon mal geklappt hier. Schön, dich zu sehen, Sultan. Was machst du hier eigentlich? Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Da rackert man sich 6 Jahre lang ab, hört dem Geschwätz von Breckenrix zu, kauft dem Weib Juwelen. Bin mal gespannt, was du zuerst sagst. 10 Minuten noch. Ich bin gespannt. Gesellschaftstänzer. Das kann ja eigentlich nur lecker schmecken. Scheiß drauf. Vorbei ist vorbei. Eudora, die Schmiede in Novigrad und alle Breckenricks der Welt können mir gestohlen bleiben. Danke, Bruder. Ich werde wieder Kaufmann. Ivrit, nicht für dich. Für mich. Was machst du hier am Arsch der Welt?
Zurzeit schleife ich Edelsteine für Sheila de Tankerville. Präzisionsarbeit, sehr gut bezahlt. Schmuck? Eher nicht. Die Zauberin bastelt gerade an einem Apparat. Den ganzen Tag schraubt sie daran rum. Aber es will nichts Rechtes dabei rauskommen. Sie war letztens so wütend, dass sie eine Vase gegen die Wand schmiss. Die Zauberinnen sind vielleicht heißblütig, sage ich dir. Oh mein Gott. Ah Mist, das Wasser passt nicht komplett rein. Wartet mal. Einmal kurz abtrinken. Ja, hier. Gibt es hier einen guten Waffenschmied? An der Stadtmauer gibt es eine kleine Schmiede, recht primitiv ausgerüstet. Aber du kannst dort eine Waffe reparieren, dein Schwert mit einem Runenzeichen versehen oder deine Rüstung verzieren lassen. Pass auf, dass du nicht aussiehst wie Rittersporn bei der Eröffnung eines neuen Puffs. Sieh dich unter den Händlern. Vielleicht hat Moredo noch nicht alles weggeklaut. Selbst schuld. Wie steht's mit deinen Muskeln, Sultan? Hart wie Stierhoden. Armdrücken ist bei den Zwergen Volkssport. Das müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Wir können jetzt sofort. Zeig mal, was du drauf hast. Damals war es Faustkampf. Es ist Armdrücken. Ha, ich war stärker. Du hast ja Pfoten wie Schraubstöcke. Oh ja, die hab ich. Nicht. Du musst es mal gegen meine alten Kumpel Japen und Schelden versuchen, wenn du sie triffst. Schelden! Die werden staunen. Schelden Cooper! Aber ich war noch nicht fertig. Hast du von einem gewissen Cedric gehört? Ob ich von dem gehört habe? Gesoffen habe ich mit ihm letzten Samstag. Kaum nach Hause gefunden habe ich. Wo finde ich ihn? Ja, stimmt. Er starrt tagelang von einem Hochsitz bei Bindegarn auf den Wald. Komischer Kauz. Hat aber einen harten Schädel. Ich danke. Wie sieht denn aus X-Men nochmal? Das hat auch einen ganz bestimmten Namen. Ich weiß, dass er auf jeden Fall in neueren Teilen von dieser Ein-Tusa gesprochen wird. Adjeb eb Arse. Schubine. Mystique, genau, Mystique hieß er. Wird auch später von Jennifer Lawrence gespielt, meine ich. Glaube ich. Hast du auch am Sack weiße Haare? Ja, guck doch nach! Mensch. Wer bist du? Sei gegrüßt. Nee, mit Feuer machen. Ja, aber später wird sie trotzdem von Jennifer Lawrence da gesprochen. Ui! Geil, der Witzka, Orans. Hey, den nehmen wir mal. Ey, hier wird doch bestimmt immer mal wieder ein bisschen, Spaß gehabt. Spaß getrieben. Sprich mit Cedric. Der Hexer ist da. Oh Götter. Oh, Foska. Kannst du ihn nicht sehen? Schau ihm nicht in die Augen. Mit des Gewalt. Man sollte niemals nicht beabsichtigt. Was ist denn hier los? Wettkämpfe, Bruderherz. Der Hafen ist gesperrt und wir langweilen uns die Ärsche ab. Bist du dabei? Ich wüsste gern die Regeln. Die Teilnehmer zahlen ein Startgeld. Der Sieger sagt sein. Die Kampfregeln. Du sorgst dafür, dass der andere nicht mehr aufsteht. Komplex. Na? Kämpfst du, Bruderherz? Wenn du mich nicht mehr Bruder in Herz nennst, ja. Er ist ein Frischling wie du, Bruderherz. Gut für den Anfang. Auf den Tisch mit deinem Geld. Wie sieht's aus? Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Pass auf den linken Haken auf. Los, deck ihn ein! Oh Mist, da war ich glaube ich zu spät. Ich
Polier in die Fresse! Da liegt er. Dein Feind möchte ich nicht sein. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruderherz? Sag mir nur gegen... Strotzbert der Konvertit. Das ist mal ein komischer Name. Weil er alles umgekehrt macht. Schläft am Tag, säuft, ehe er frisst, und die Weiber müssen sich zum Bumsen anziehen. Strotzbert. Zeig mal deine Orens. Wie sieht's aus? Ja, wenn man 12 verschiedene Stimmen hat. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Verdammt! Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt! In die Nieren! Und Schuss. Oh, nochmal voll drauf, ey. Nun warte doch, bis er aus der Deckung kommt. Hey, Meister. Was ist? Oh, schön. Ich sehe doch sofort, dass du ein richtiger Kämpfer bist. Viel zu schade für diesen versoffenen Haufen. Ich hab dafür ein Auge. Glaub mir. Ich kenne dich nicht. Sie nennen mich König Sigi. Das ist königlich zahlt. König Sigi. Du findest mich abends bei der Schenke. Wenn du an Ruhm und Geld interessiert bist, bring ich dich an den richtigen Ort. König Sigi. Ich scheiß mich ein. Diese Poesie. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruder. Na komm, einen machen wir noch. Ich hab gewusst, dass ihr kämpfen würdet. Wer ist denn der? Das ist der kleine Doda. Frisst Honig direkt aus dem Bienenstock. Säuft für vier. Uns gibt welche, die gesehen haben wollen, wie er sich einen randvollen Wassereimer an den Schwanz gehängt hat. Stellst besser schon mal einen ordentlichen Geldsack bereit. Wie sieht's aus? Okay. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Pass auf den linken Haken auf! Fight Club! Mein Essen kommt. Und nicht, dass es runterläuft. Heimritt! Papa! Heiß! Oh, heiß, das höre ich öfter. Nicht du. Ach so. Oh. Ja. Mehr, weiter. Heiß. Oh. Göttlich. Ah. Das war ein bisschen groß für deinen Mund. Und wie schmeckt's? Gut. Super lecker. Das freut. Und selber das. Will man wissen, was sie da macht? Das stöhnt man vor, das verrät schon viel. Ich hab nur am Fleisch geknabbert. Ah! Vorbacht, ist heiß. Ist das wahr? Das ist heiß! Heiß und fettig! Nur mal probieren. Erstmal die ganzen Erbsen runtergepustet. Das ist lecker. Mhm. So ist es noch. Oh, hi. Hi. Oh, sehr heiß. Ui. Dann habe ich mal ein bisschen gemischt. Ja, ich sehe es. Gut. Amigo, hey.
Habe ich mir gedacht, wegen der Nudeln? Das Fleisch von gestern. Das habe ich tatsächlich nicht erkannt. Ich dachte, das wäre irgendwas anderes noch. Kartoffeln? Hä? Und Erbsenmöhren. Ah! Und Erbsen und auch Schweinefleisch. Ah! Okay, sowas hatten wir noch. Ja, haben wir eingefroren. Ah! Ja, so eingefroren. So heißt das. Wahrscheinlich noch was, was ich zusammengemixt hatte von Oma mit zusammen. Ja. Also alles durchgemischt. Schmeckt aber gut. Ja. Ey. Ist noch was da oder ist das das Einzige? Gut. Reicht doch. Nein. Danke. Oh, eine Möhre. Lecker! So eine kleine Stärkung, es wird weitergekämpft. Ja, komm, leg sie wieder auf den Boden. Okay, wer will nicht? Jetzt aber. Los, deck ihn ein! Dein Feind möchte ich nicht sein. Gratuliere! Du hast die Birnen der härtesten Schläger weichgeklopft. Glückwunsch! Das Turnier ist beendet. Sehr schön. Wir haben uns für wahr versündigt, so vermag ich das Relikt, das mir anvertraut ward, nicht zu entschlüsseln. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich.